Hey, ich bin Luca und in diesem Video möchte ich einfach mal mein Equipment vorstellen, als es öfter schon gefragt wurde, was benutze ich eigentlich zum Drehen. Kurz davor gesagt, das Equipment, was ihr hier seht, ist sozusagen mein Standard-Equipment, was auch mir gehört, was ich gekauft habe. Ich leihe mir aber für größere Drehs noch eine, ja, andere Kameras. Wenn ich beispielsweise eine Red Epic brauche zum Drehen, dann leihe ich mir diese. Ja, weil es einfach nichts bringt, so eine Red Epic für 3 Drehtage anzuschaffen. Da ist es einfach günstiger, als solche Kameras zu leihen. Und für größere Drehs kann ich euch auch nur empfehlen, leiht euch Equipment. Und außerdem, vielleicht habt ihr Kumpels, lernt, wenn ihr Kontakte gute habt, dann fragt ihr, hey, du bist ja auch Filmmaker, darf mir vielleicht mal deinen Edeklon Slider ausleihen? Oder was weiß ich, wenn man den gerade für einen Tag braucht. Und im Gegensatz kriegst du mein, weiß nicht, mein 15 mm Objektiv. Oder was weiß ich, whatever. Auf jeden Fall Knüpfkontakte, denn die sind extrem nützlich. So, dann fangen wir jetzt einfach auch nochmal ganz kurz an. Kurz davor wollte ich gesagt haben, ich habe eben schon mal versucht, das Video draußen aufzunehmen. Deswegen nehme ich jetzt leider ja, vor einer Wand auf. Tut mir leid, und weil es draußen extrem regnet. Ich blende euch hier auf mal einen kleinen Ausschnitt ein. So, ja, genau. Was ist mein Equipment? Was benutze ich? Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal ganz normal mit den Stativen hier an und so ein paar Sachen. Ja. Und später gehen wir weiter zu den Kameras, zum Zubehör und und. Also, das Video wird etwas länger. Ich packe euch mal Timecodes unten in die Infobox, damit ihr immer da rumswitchen könnt, was ich hier gerade benutze. Ja, genau. Und die Links zu den Produkten sind auch alle in der Infobeschreibung. Ja, dann benutze ich hier nämlich, fange ich einfach mal an mit Lampenstativen, denn Lampenstative habe ich oft sehr unterschätzt. Klar, man kann Softboxen drauf tun, gerade werde ich hier auch von zwei Softboxen bestrahlt. Und zwar, ich weiß gar nicht den genauen Namen, aber die kosten um die 100 Euro zusammen. Und das sind super Softboxen. Ich packe euch, wie gesagt, mal einen Link in die Infobox. Ja, und Lampenstative sind in dem Sinn so wichtig, da ihr beispielsweise einen Slider darauf festmachen könnt, ihr könnt Blitze drauf festmachen, ihr könnt hier Licht drauf befestigen, so und. Also total cool, und die sind extrem leicht und kosten auch nicht so viel. Auf eBay gibt es die relativ günstig. Also sie sollten schon ein bisschen gute Qualität haben, da sie auch sozusagen Geld oben drauf haben, also Sachen, die teuer sind. Aber Lampenstative habe ich 4 Stück davon und bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden und möchte sie auch nicht mehr missen. Ja, was habe ich hier noch? Ich glaube, ich mache einfach mal weiter mit meinem Stativ. Und zwar ist das Coolmann Alpha 9000. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt es immer noch. Das ist schon etwas älter Stativ und ich kann es aber euch nur empfehlen. Hat einen coolen Fluid-Head und ist richtig so ein Profi-Stativ. Kann auch Kameras bis zu, ich glaube, 7 Kilo oder so drauf tragen. Also echt cool. Und ja, cooles Stativ, kann ich euch nur weiterempfehlen. Ich habe mich nicht fürs Manfrotto entschieden. Aus dem Grund, weil es mir einfach zu teuer ist, ist mein Manfrotto 055X und auch zu schwer ist. Ich habe schon öfter mit dem gefilmt. Für größere Drehs habe ich das manchmal auch, oder ich benutze ein Sachtler-Stativ. Auch sehr empfehlenswert, aber leider sehr, sehr teuer. So, das nächste Equipment, was ich verwende, ist ein Kamerakran. Ja, oder Kamerakran kann man ihn gar nicht nennen, sondern Kamera-Jib ist das. Und zwar feiere ich sowas extrem, da man es immer verwenden kann sozusagen und auch nicht so viel Platz wegnimmt, wie beispielsweise ein riesen Kamerakran. Ich habe schon öfter mit denen gedreht, mit so 10 Meter Kamera kriegen, klar, haben die einen geilen Effekt, aber die sind erstmal extrem schwer, man braucht immer einen Lastwagen, um den mitzuschleppen, den kann man nicht mal eben ins Auto tun, diese riesen Stahlrohre. Und ja, außerdem braucht man 3 Leute dafür zum Aufbau, das dauert knapp 2 Stunden. Und ja, so ein Jib hab ich in, weiß nicht, 10 Minuten aufgebaut, wenn man so ein bisschen trainierter ist und den Workflow kennt, dann noch kurz Kamera drauf. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, so einen Jib zuzulegen. Man braucht ihn natürlich nicht immer, genauso wie die Steadicam beispielsweise, dazu komme ich gleich auch nochmal. Für manche Drehs ist es ja cool, aber ja, man freut sich auf jeden Fall, wenn man sowas hat, und es ist extrem nützlich. Ja, was benutze ich noch? Genau, einen Sandsack, um das Ganze zu beschweren. Das ist, war beim Kamerakran dabei. Da tue ich meistens Sand oder Wasserflaschen rein. Und da würde ich auch mal drauf achten, beschwert es wirklich nur so viel, tut wirklich nur so viel in den Sandsack, wie viel auch eure Kamera wiegt. Sonst ja, geht das einfach nicht und der Kran ist nicht im Lot und. Aber das müsst ihr einfach mal rumprobieren. Da gibt es auch genügend Tutorials auf YouTube. Das soll jetzt ja einfach mal so eine kleine Serie hier werden, wie ich mein Equipment, wo ich mein Equipment zeige. So, was benutze ich denn noch? Genau, eine Steadicam benutze ich.
Klar, es ist jetzt hier keine Glidecam, wenn viele sagen, Luca, warum benutzt du keine Glidecam? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die jetzt schon, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und vor, weiß gar nicht, ich glaube ein paar Monaten, habe ich die wieder für mich entdeckt und man kann damit extrem coole Fahrten machen. Dazu nochmal ganz kurz gesagt, ich habe gerade ein Projekt am Laufen mit meinem Bruder und zwar der YouTube-Kanal Kinderleicht. Und heute ist der erste Trailer erschienen, der wurde auch mit dieser Steadicam gedreht und der Sony A6300. Schaut einfach mal vorbei. Ich verlinke euch einfach mal das Video unten in der Infobox, das ist der erste Link in der Beschreibung. Ja, genau, das ist eine Steadicam, finde ich sehr cool und so eine günstige Steadicam, ich glaube 100 Euro kostet, die ist von Tarion, erfüllt ihr Zweck, super, also für leichte Kameras, perfekt. Also ja, bis 1,5 Kilo können da glaube ich Kameras drauf, bis 1 Kilo würde ich es, aber würde ich die Kameras darauf tun, das ist eine super Steadicam, kann ich euch nur empfehlen. Ja, was benutze ich noch? Vor kurzem habe ich mir einen Slider zugelegt und zwar ist das der, ich hoffe, den kriegen wir jetzt komplett ins Bild. Wir filmen zwar hier mit dem Weitwinkel, genau mit dem LG G5 filmen wir. Ja, hier. Slider von Fotka aus Carbon. Ist relativ leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe den jetzt seit knapp 2 Wochen, das heißt, ich kann dazu noch nicht richtig meine Meinung zu sagen, aber wahrscheinlich kommt noch ein Review zu dem Slider. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr zu einem Review wollt. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, den Slider. Der hat, glaube ich, weiß gar nicht mehr wie viel, ich glaube 80 Zentimeter. Nee, 80 Zentimeter. Doch, 80 Zentimeter bin ich der Meinung. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Schaut einfach mal in die Infobox, da habe ich euch den verlinkt. Und ja, hier Kugel gelagert, aber diesmal von außen. Das ist sehr geil. Bah, tut ihr den so auf Stativ. Da könnt ihr 2 Lampenstative noch als Gegengewicht nehmen, sozusagen. Ja. Läuft ja extrem smooth. Da drauf habe ich einen ganz günstigen Fluitet, der kostet glaube ich 40 Euro, der ist von Yunting, ein chinesischer Fluitet. Aber kann ich euch auch nur empfehlen, denn der läuft extrem, oh, ich habe den gerade hier gar nicht richtig drauf montiert. So, der läuft extrem flüssig und für so Slides ist es extrem geil. Dann noch mit so einem kleinen Schwenk kombiniert, ich weiß nicht, im Philips Review habe ich den auch im Einsatz gehabt, das ist ein Philips Monitor. Genau. So, ich glaube, das war's dann auch. Genau, ich verwende hier noch gerade, da steht das LG G5 drauf, ein Stativ von der Marke Togopod. Kann ich auch nur empfehlen, das ist ein relativ leichtes Stativ. Und ja, Link wie gesagt in der Infobox, aber ich kann euch das jetzt leider gar nicht zeigen, da das LG G5 drauf ist. So, womit machen wir weiter? Genau, mit dem Mikrofon. Und zwar verwende ich da ein Rode SmartLav Plus. Ich habe mir vor, demnächst nochmal ein NTG 2 oder so zu holen. Wie gesagt, für Drehs miete ich mir sowas und ja, im Moment brauche ich das nicht und ich bin mit dem Rode SmartLav Plus relativ zufrieden. Ich vlogge damit auch, wie ihr ja gesehen habt. Ja, damit bin ich, glaube ich, auch einer der einzigen Vlogger auf der Welt, der mit dem Rode SmartLav vloggt. Aber gut, ich finde die Qualität des Mikrofons sehr cool und ja, ich kann das euch nur weiterempfehlen. Das Ganze betreibe ich mit meinem iPhone 6S und der Rode Rec App hier. Genau. Was benutze ich noch? Dann gehen wir, glaube ich, mal weiter zum Lichtkurs. Da verwende ich wie gesagt 2 Softboxen und hier ein Licht von No Name. Das war, habe ich auf Amazon, glaube ich, für 39 Euro gekauft. Ich versuche euch mal so ein ähnliches Licht in die Beschreibung zu tun. Und, die Batterien sind gerade hier nicht richtig drin. Ich würde euch das nämlich einmal gerne zeigen. So, ist leider nicht mehr voll aufgeladen, aber es ist extrem hell. Und die Akkulaufzeit liegt, glaube ich, bei, wenn man komplett shootet, komme ich damit locker über 3 Stunden auf jeden Fall. Jetzt nicht bei voller Leistung, aber bei halber Leistung 3 Stunden, sonst 1,5 Stunden. Ein paar Akkus oder Batterien könnt ihr da hinten reintun. Ich finde das Licht perfekt, gerade so für dunkle Situationen echt cool. Obwohl ich ja mit einer Sony-Kamera filme, die für Lowlight ja bekannt ist. Aber so ein Licht ist immer noch mal ganz cool und Schatten kann man damit machen. Vielleicht mache ich auch noch mal so ein Tutorial, oder nicht Tutorial, sondern so ein Video dazu, wie man richtig Licht setzt, wie man damit coole Atmosphäre schafft und. Das ist nämlich nochmal ein sehr geiles Stilmittel. Und ja, dann verwende ich noch für meine Sony-Kamera, die werde ich euch gleich mal zeigen, Akkus. Und zwar ist das, sind das Pantone-Akkus. Ich verwende noch einen Original-Akku, der ist jetzt in der Sony drin. Und sozusagen China-Akkus kann man die nennen. Von Pantone sind die. Davon habe ich insgesamt 5 Stück. Genau. Und die waren auch relativ günstig, denn ich sehe es einfach nicht, 61 Euro für so einen Akku zu zahlen. Und die halten auf jeden Fall, können die da mit den Original Sony Akkus mithalten, auf jeden Fall. Also kann ich euch nur empfehlen. Und ja, eigentlich heißt es ja, kauf lieber einmal und kauf dafür lieber teure Sachen von dem richtigen Hersteller.
Aber bei Akkus denke ich mir, hey, kann ich auch nochmal ein zweites Mal kaufen. Ja, genau. So, dann machen wir mal, glaube ich, zu den Kameras kommen wir gleich am Ende. Und zwar, was verwende ich denn noch hier? Und zwar ist es von Extreme Plus eine Fototasche. Bin ich echt begeistert von. Dann glaube ich gerade auf LG-Produkte drin vom letzten Dreh und ein Skript. Ja, hat man viele Fächer drin. Ist extrem robust. Und warum ich keinen Fotorucksack verwende, ist, weil ich öfter auf größeren Events bin. Und damit so ein Fotorucksack ist ein bisschen, ja, schlitzen die von hinten auf oder gerade in Hamburg, wenn ich in der Innenstadt rumlaufe, kriegst du eine Tasche cooler, denn die kann man auch wirklich nur sozusagen, also könntest du die theoretisch so aufmachen, aber ich mache die Reißverschlüsse immer nach hinten, dadurch kann man die nur hinten aufmachen. Also echt praktisch und ich kann euch die Big Shutter XL von Extreme Plus nur empfehlen. Genau, was habe ich hier noch für Sachen, schöne Dinge? Kameras! Da verwende ich einmal meine B-Roll-Kamera beispielsweise. War mal meine Hauptkamera, die filmt in 1080p, das ist die 700D von Canon. Hier. So. Cool ist da immer noch das Klappdisplay. Also eigentlich sehr geil zum Vloggen. Warum ich die jetzt aber nicht mehr zum Vloggen verwende, ist aus dem einfachen Grund einfach... Ja, keine Ahnung, mir gefällt der Bildstil nicht. Ich bin zwar scharf und hell, aber der Himmel ist ausgeblichen. Ganz ehrlich, nee, ich habe mich so an die Sony gefühlt. Ja, und dann filme ich auch lieber mit der. Und dazu habe ich gar nicht so viele Objektive. Zu meiner Hauptkamera kommen wir gleich nochmal. Dazu habe ich gar nicht so viele Objektive. Ich habe hier einmal, ich glaube, 80 bis 200 mm von Canon. Zum ein Teleobjektiv ist das. Kann ich euch immer empfehlen, ein Teleobjektiv dabei zu haben. Ist immer sehr interessant und praktisch. Ja, dann habe ich noch ein... 50 mm, das Nifty 50 von Canon sozusagen. Das habe ich mir als zweites gekauft und damit filme ich sehr, sehr gerne, wenn man damit extrem coole Lens Flares hinbekommen kann beispielsweise. Oder ja, es ist ein 1,8er Objektiv, sehr lichtstark, auf der Sony ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, könnt ihr auch auf Vollformat verwenden und das kostet 100 Euro und das ist das Objektiv, was ich jedem empfehle, wenn er fragt, hey Luca, was für ein Objektiv empfehlst du mir für meine Kamera? Egal welche, kauft euch einen Adapter zu. Nehmt das 50 mm von Canon. Das ist so genial. Ich liebe dieses Objektiv einfach und diese 1,8er Blende. Und ja, dann kommen wir mal zu meiner Hauptkamera. Da. Und zwar habe ich hier oben noch einen kleinen Windpusher mir selber gebaut. Der wird sich in den nächsten Videos beweisen, wie es mit dem Wind klappt. In Wolfsburg, als ich in der Autostadt war, ging das mit dem Wind super dadurch. Ja. Und dazu wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ganz ehrlich, scheiß drauf, wie ihr beim Dreh aussieht, ne? Ich liege auf dem Boden, ich mache alles Mögliche oder ich laufe mit so einem komischen roten Windpuschel rum, den ich mir selbst gebaut habe. Aber wenn es funktioniert, ist geil. Wenn das Ergebnis cool aussieht im Endeffekt, dann lohnt es sich. Ja, also macht es einfach und glaubt mir, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, und zwar verwende ich auf der Sony ein 18 bis 55 mm Objektiv von Canon. Das ist das Kit-Objektiv. Viele sagen jetzt, hey Luca, warum verwendest du ein Kit-Objektiv? Kit-Objektive sind so scheiße. Ganz ehrlich, ich liebe dieses Objektiv. 18 mm Weitwinkel, 55 mm, Makro so ein bisschen. Das ist doch geil, so ein Objektiv braucht man. Wenn ich beispielsweise auf Events bin, mache ich einfach einmal so. Und ich habe alles am Start sozusagen. Also ich habe 55 mm, ich habe ein 18 mm Objektiv. Ich habe alles sofort on point und kann immer rumwechseln, anstatt ich da sonst so stehen muss hier. Oh, ich muss das 50 mm, shit, ich muss wechseln. Ganz ehrlich, nein. Ich will mir nochmal das 17-50 mm von Sigma zulegen, da es eine extrem geile Schärfe hat. Ja, mache ich auch. Und wie gesagt, für einen Dreh leih ich mir dann Objektive. Das ist dann, wenn ich beispielsweise in Arid Epic filme, ein Arri 40 bis 150 mm oder so. Ich blende euch einfach nochmal hier ein Bild ein. Ich glaube 40 bis 150 mm waren das. Und ja, auch ein sehr geiles Objektiv, aber ist halt schweineteuer und kann man auch wirklich nur für solche Drehs verwenden. Und ja, hier Sony A6300. Meine Favorite-Kamera im Moment auf dem Markt. Einfach durch S-Log und allem drum und dran. Hier super Weitwinkel, ist gerade keine Karte drin, Luca. Super gemacht. Ja, einfach genial. Hier habe ich einen Adapter von Comlite drauf. Kann ich auch nur empfehlen. Viele sagen ja, der Autofokus funktioniert damit nicht so gut. Aber ich muss sagen,
Der ist damit echt gut. Und ich liebe einfach den Bildlook in S-Log. Dann kann man noch so viel im Nachhinein nachbearbeiten. Und ja, das war mein Equipment, mit dem ich regelmäßig filme und zum Review-Dreh beispielsweise, nämlich meistens sogar nur. Eigentlich habe ich immer Stativ dabei, aber ich verwende das eigentlich so gut wie nie beim Review, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur wenn ich mich selber irgendwie vor der Kamera filmen möchte. Dann habe ich hier eine Steadicam dabei. Manchmal den Slider, aber auch eher selten. Das habe ich eher für größere Drehs oder wenn ich zu Hause irgendwas drehe. Da ihr einfach zu sehr auffällt. Ich drehe manchmal an Locations, wo es nicht so egal ist, da zu drehen oder wo viele Leute sind. Und da kommt man einfach nicht mit so einem Slider dahin. Und quasi einfach nur noch die Sony A6300 18 bis 55 mm Objektiv von Canon, so ein Licht, das Rode SmartLav, Fototasche, noch 15 mm und das war's. Mehr nehme ich nicht mit zum Dreh und das reicht vollkommen aus und ich glaube, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Ich weiß natürlich nicht, wie es euch gefällt, aber viele schreiben unter die Kommentare, hey, geiles Video und da sehe ich, hey, es lohnt sich auf jeden Fall. Und vloggen tue ich auch mit der A6300. Dann habe ich noch ein Rode SmartLav dabei. 18 bis 55 mm Kit-Objektiv von Canon. Und das war's. Und ihr braucht wie gesagt nicht viel Equipment zum Filmen oder zum Vloggen oder was weiß ich, um Geschichten zu erzählen. Die Geschichte ist das Wichtigste. Und das habe ich auch. Alles beginnt mit einer Idee. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da habe ich meine Story so ein bisschen erzählt. Und das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das ist, glaube ich, ein knapp 20-Minuten-Video, wo ich einfach alles nochmal erzählt habe, wie ich zum Film gekommen bin, wie ich Aufträge bekommen habe, ohne Ende, also alles sowas. Genau. Und gerade filme ich mit dem LG G5 und dazu möchte ich einfach nochmal sagen, ja, also man kann sogar mit dem Handy filmen, egal welches, das kann auch ein Samsung Galaxy S3 Mini meinetwegen sein, hat jetzt zwar nicht die beste Kamera, aber erzählt Geschichten und dazu sage ich einfach nur, just do it! Und nicht vergessen, bleibt depp gefilmt. Ciao!